Der DAX hat offensichtlich Pausemodus, so wie wir das sehen. Denn wenn man sich das hier mal anguckt, das ist der DAX als Index im heutigen Tag hier am 6. Februar. Und wir sehen, das ist nahezu perfekt nach rechts. Also wenn man kein Lineal hat, kommt man auf einen ähnlichen Verlauf. Ein bisschen gewackelt, aber naja, mehr als nach rechts geht fast quasi gar nicht. Offensichtlich der Schwung erstmal raus. Kein Wunder, nachdem wir so weit gelaufen sind, können und müssen wir damit rechnen, dass das Ganze ein wenig nachlässt. Und im Gegenteil, ich gehe sogar davon aus, dass wir in baldiger Nähe hier eine Chance haben, nochmal so auf die halben Höhen hier zurückzukommen. Wir wissen, dass Fibonacci-Retracements ja gerne da so auf halber Höhe in etwa liegen, hier die 50%-Marke. Das setzt natürlich voraus, dass es bei diesem Hoch bleibt. Wenn der Markt weiter nach oben geht, müsste man das eben anpassen. Aber wir sehen schon, in welcher Größenordnung klassische Rücksetzer eben stattfinden. Kriegen wir kleinere Rücksetzer, ist das völlig in Ordnung. Aber wäre das niemals die Korrektur dieser gesamten Bewegung, die wir hier im Stundenchart haben, sondern immer nur eines kleinen Teilaspekts. Und so ähnlich wie hier, dann geht es halt ein klein bisschen weiter nach oben, aber nicht, dass das dann der echte Durchbruch ist, der uns dann tatsächlich da weiterhilft. Wir sind also noch weiterhin im Umfeld des alten neuen Jahreshochs. Insofern nicht nur Jahreshoch, sondern Allzeithoch sogar. Und insofern auch deshalb schon mal so langsam, aber sicher mit ein bisschen Rücksetzer noch zu rechnen. Der allerdings, wenn der einigermaßen sinnvoll dann hier, das heißt wackelig und hier in die entsprechenden Maße hier zurückfällt, durchaus den Weg freigeben kann nachher für die nächsten Zielbereiche bei ungefähr 14.100, 200 vielleicht noch, irgendwo oberhalb der 14.000er Marke zumindest, wäre das nicht ganz unrealistisch. Es bleibt beim bullischen Bild zumindest mal im Augenblick. Ich denke, dass die Chancen dafür zumindest alles andere als schlecht sind. Aber um das wirklich zu bestätigen, möchte ich nicht nur, dass die eine Seite Stärke zeigt, sondern gleichzeitig, dass die andere Seite Schwäche zeigt. Dann hätte ich ein gutes Gefühl und hätte auch wieder schöne Einstiegsmöglichkeiten. Was nicht die Sache unterstützt, wenn wir steil hochkommen, aber auch steil wieder runter. Aber dann haben wir auch nichts, was uns daran erinnert, dass die Seite schwach ist und uns dann Einstieg eben gibt. Also die Fehlermöglichkeit ist dadurch einigermaßen begrenzt, wenn man das so halbwegs sagen kann. Insofern ist das ein ganz guter Hinweis, wenn man darauf achtet, wie der Verlauf rechts von dieser Marke hier eben ist, inwieweit wir damit dann rechnen müssen, dass es dann nochmal weiter nach oben geht. Gucken wir mal auf die Kandidaten aus Amerika, da haben wir so ein bisschen ähnlichen Verlauf, auch hier erstmal verhalten, allerdings ganz klar hängend. Und deshalb ist auch für die kürzerfristigen Bullen hier noch ein bisschen Musik möglicherweise zu erwarten, denn das, was wir hier sehen im 15-Minuten-Chart, das ist jetzt der Dow Jones als Future, das kann man natürlich genauso mit CFDs oder anderen Titeln hier abdecken. Aber das hat so ein bisschen was ABC-mäßiges mit einer Triggermöglichkeit ungefähr auf diesem Niveau. Allerdings mit einer nicht unrealistischen Chance, dass der Kurs hier weiter nach unten noch geht. Deshalb ist das mit der Triggerlinie so wichtig, dass man nicht einfach sagt, ach komm, ich versuche es jetzt da einfach mal, um günstiger reinzukommen. Das ist gefährlich, denn auch hier gilt natürlich das grundsätzliche Bild, dass diese Bewegung hier alle Chancen hat, erst nochmal hier auf diese halben Niveaus zurückzukommen. Und das, was wir hier als Korrektur haben, es kann sein, dass es dabei bleibt. Die Idee war ja Trigger hier oben drüber. Aber dann hätten wir im Prinzip nicht die Korrektur dieser gesamten Bewegung, sondern vielleicht die Korrektur so dieser letzten Bewegung, die wir hier haben. Und selbst die auch nur gerade eben, ich mache mal den unteren weg, da sehen wir, also wenn wir das hier so als letzte Bewegung mal so ungefähr hier uns angucken, dann haben wir so ein bisschen was ganz grob geguckt, 1, 2, 3, vielleicht 4, 5 mit Rückgang auf die 38er Marke. Also wir würden uns dann nicht im gesamten Korrekturbild, sondern im Teilbild hier eben befinden, was passieren kann, aber eben auch die Erwartungshaltung für den weiteren Verlauf einschränkt, sprich nicht ganz so hohe Ziele dann eben erwarten lässt. Kann man trotzdem nutzen, insbesondere wenn man natürlich mit einer Trailing-Funktionalität arbeitet und sagt, naja, wenn es dann läuft, dann ziehe ich einen Stop nach. Parabolik beispielsweise ist da immer einigermaßen angesagt. Mit Grobzielrichtung hier oben unsere Zone, grob gesprochen um die 30.000, das geht schon ein bisschen niedriger los. Also wir können vielleicht schon 29.700 in etwa bis 30.200, also so eine 500-Punkte-Range klingt nach viel, ist auch natürlich einigermaßen viel, aber ist natürlich auf das große Bild gesehen eine einigermaßen verhaltene Zone, wo zumindest mal mit Widerstand gerechnet werden muss. Also grundsätzlicher Tenor weiterhin bullisch. Da hat sich nichts dran geändert, nach so einem steilen Anstieg erst recht nicht. Aber nicht alles sofort kaufen, was einem angeboten wird, sondern tatsächlich eben
ebenfalls, wie ich das eben beim deutschen Markt angedeutet habe, mal auf solche Rücksetzer achten. Wenn die da sind, bestätigen die einerseits die starke Aufwärtsrichtung. Klar, stark nach oben, schwach nach unten bestätigt die Aufwärtsrichtung. Und gleichzeitig geben die günstigere Einstiegsniveaus. So, in diesem Sinne, für heute alles Gute. Wir sehen uns morgen noch mal einmal an dieser Stelle mit einem weiteren Video. Bis dahin alles Gute und toi 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 an den Märkten.